Danke, Herr Präsident, werte Damen und Herren auf der Regierungsbank. Ich darf noch ein paar Gedanken zum Kulturbudget, zum Kulturressort verlieren. Wir haben zwar heute ein bisschen eine Kraut- und Rüben-Debatte, das ein bisschen durcheinander geht, aber ich möchte trotzdem die Aufmerksamkeit nochmal auf diesen Bereich legen. Wir haben heute schon gehört, dass wir verglichen zu anderen Ressorts eine interessante Erhöhung in der Höhe von 13 Millionen Euro in diesem Kulturbereich erleben dürfen. Das ist durchaus in Ordnung und erfreulich, wiewohl man natürlich sagen muss, dass, also wenn man sich dann genauer anschaut, dafür nicht allzu viel übrig bleibt. Zum einen, weil natürlich wieder mal Personalkosten damit abzudecken sind, also nicht wirklich was ins operative Budget fließt. Zum anderen, weil etwa das meines Erachtens etwas unselige oder unglückliche Haus der Geschichte damit finanziert werden soll, wo wir alle nicht so genau wissen, wohin die Reise geht, wo man befürchten muss, wir haben das ja schon öfter debattiert im Hohen Haus, dass wir Geschichtspolitik einseitige dort erleben werden müssen für gutes Steuergeld. Ein weiterer Punkt, der uns da irritiert, sind 2 Millionen mehr, die in den Denkmalschutz, ins Bundesdenkmalamt fließen sollen. Wir alle warten schon seit einem Monat gespannt darauf, die Aufklärung aufgrund der Rechnungshofkritik am Bundesdenkmal oder am Denkmalinformationssystem, das immer noch nicht fertig ist, wo der Rechnungshof gesagt hat, dass da die Kosten von 2 auf 10 Millionen Euro explodiert sind und wundern uns schon, also warum man da sozusagen das Budget erhöht, ohne tatsächlich Aufklärung zu leisten. Weitere 6 Millionen fließen in die Kunstsubventionen, auch durchaus erfreulich. Uns Freiheitlichen aber eine bekannte alte Forderung wäre es lieber, wenn man hier die Mittel etwas effizienter verwaltet oder wenn man schon mehr ausgibt, dann vielleicht auf andere Wege. Ganz ein zentrales Anliegen freiheitlicher Kulturpolitik ist ja die steuerliche Absetzbarkeit von privaten Investitionen in den Kunst- und Kulturbereich. Hier treten wir dafür ein, dass das wirklich voll durchgezogen wird. Vor einem Jahr haben wir das Gemeinnützigkeitspaket beschlossen. Das ist ein richtiger Ansatz gewesen, aber geht natürlich viel zu wenig weit, zumal auch hier wieder letztlich der Staat darüber entscheidet, die öffentliche Hand darüber entscheidet, wer denn Förderungen bekommt oder dass es auch private Förderung bekommt, weil nur dann die steuerliche Absetzbarkeit gegeben ist, wenn man eben auch von der öffentlichen Hand Geld bekommt. Wir Freiheitlichen treten auch in einem anderen wesentlichen Bereich der Kulturpolitik für oder im gleichen Bereich, eigentlich im Kunstsubventionsbereich, dafür ein, dass man mehr Transparenz schafft. Wir haben hier alle die leider leeren Versprechen im Ohr einer Transparenzdatenbank, die auch andere Bereiche der Finanzgebarung betreffen sollte. Im Kulturbereich wäre sie auch besonders notwendig, um Mehrgleisigkeiten zu vermeiden. Auch da sind wir Freiheitlichen weiter daran, dass wir uns hier einsetzen, dass diese Transparenz tatsächlich hergestellt wird. Danke für die Aufmerksamkeit. Am Wort ist der Abgeordnete Johannes Jarolin. Bitte schön, Herr Präsident.